Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Kalmten. Ja, ich habe mal ein bisschen was eingefahren und ob es klappt, ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Aber wir werden sehen gleich nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Ich habe mittlerweile hier den Dingerich angehängt, aber ich muss ihn gleich wieder abhängen, weil ich zeig's euch gleich. Ich will mich nur mal eben schnell klein machen, bevor ich das vergesse. Also auf die Seite mit dir. So. Der Aufbau da oben, der geht nicht zu. Das finde ich mal kacke. Deswegen, also ich kann hier Drescher anschalten. Ja, aufklappen. Was? Ja, wenn er angehangen ist. Oder? Ach so. Da fährt nur das Rohr aus. Aber die Klappe geht oben nicht zu und das mag ich nicht. Da bin ich wieder monkig. Ich hoffe, das kostet mich jetzt nichts. Gucken wir mal. Konfigurieren. Ich glaube, es war Design 3, wo ich hatte. Jetzt mache ich Design 1. Kostet nichts. Ja, jetzt ist das Ding zu. Wunderbar. So, dann kommt jetzt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Mein Traktor ist noch unterwegs. Nicht, dass wir dann jetzt in die Quere kommen. Mal gucken, wo der ist. Ah, der ist schon da. Ja, ich brauche nämlich noch einen Anhänger. Wir brauchen ja auch einen Abfahrer, logischerweise. Das heißt, ich muss nochmal shoppen gehen. Anhänger. Was haben wir denn da Schönes? Das hier wäre ein Abschieber. Wir gehen da rein. 30. Dann gucken mal weiter. Das könnte auch ein Abschieber sein. Das sind wir schon bei 45. Das ist garantiert ein Abschieber, aber da geht nur Ding rein. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Der kann wieder alles hier, weil der kostet 119. ...52. Ja. Der. Nicht. Der. Der Strautmann. Oder der hier. Ah, 45 zu 52. Ich riskiere es im Strautmann. Ich riskiere es im Strautmann. Wie sieht der aus? Das ist auch ein Abschieber auf jeden Fall. Abkippmechaniken, Design 1, Design 2, was ändert sich da? Ach, hinten.
Nee. Ohne das. Ach, muss ich da jetzt jedes Mal das Kennzeichen machen? Das ist ja blöd. Nee, ich doch. Obi-Wan Kenobi 24, Ben hat er gehießen. Passt doch. Ist ja auch egal. Ich kaufe den nicht so, ich riskiere es. Komm, kaufen. No Fun, oder wie heißt es? No. Keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht ein. No Risk, no Fun. Ah, mir ist doch eingefallen. Ja, es ist jetzt zwar ein Riesen drüber für die engen Straßen, aber ich habe mir vorgestellt, hier alles im Einbahnstraßenprinzip zu machen. Warte mal, ich kann dich eigentlich schon losschicken. Du hast ja einen anderen Haltepunkt, wie der Drescher. So. Du bist Abfahrer. Für Feld 03. Und abladen tun wir Getreidesilo Anlieferung oder Hofsilo. Das werdet ihr gleich sehen. Ich habe das schon mal eingefahren. Und Abfahrt. Hallo? Katastrophe, sage ich euch. Katastrophe. So. Jetzt kommen wir zu dir. Den Kurs habe ich schon gemacht. Du fahren jetzt zu Feld 3 für Drescher. Wenn du da bist, fängst du an. Und Abfahrt. Bin ich mal gespannt, wie der da rumkommt. Ob wir da überhaupt ankommen jetzt. Oh, die Bäume sind schon nervig, sage ich euch. Ach, wisst ihr was? So. Wir fahren innen mit. Weil da werde ich gaga mit dem Gebüsch da immer vor der Nase. Das wäre was für kostenlos und dreist, hier die ganzen Bäume wegreißen. Ah, ich spanne den Zug von der Dampfe zum Beruhigen. Ja, wie gesagt, hier habe ich so ein Einbahnstraßensystem gemacht. Das heißt, ich zeige es euch mal. Wenn der fertig ist mit Speichern, der Freund hier. So, und zwar geht das System hier so im Kreis. Das heißt, wenn ich zum Händler will, muss der dann so rumfahren. Weil beidseitig funktioniert nicht, kann man knicken. So, mein Abfahrer ist da. Jetzt kicken wir mal, ob der Drescher da auch hinkommt. Ah, da geht's. Oh, jetzt wird's spannend. Ah, da muss ich ein bisschen über die Insel, aber überraschend gut. Wunderbar. Oh, hier komme ich nicht rein. Da muss ich was ändern. Wenn man was sehen würde.
deswegen hasse ich solche Maps, weil man nix sieht. Aber gar nichts. So, das wird so nix. Das heißt, du kannst weg, du kannst weg. Ihr könnt alle weg. Und wir müssen hier schon anfangen mit dem Rumfahren. So. Jetzt fahre ich mal lieber noch ein paar Meter zurück. Na, ach, leck mich doch. So. Ah, das war doch kacke mit dem Abfahrer. Ja, ich weiß. Ach, jetzt fahr doch mal weg hier. Jetzt kann ich selber machen. Jetzt geht's nicht mehr automatisch. Ja, habe ich das nicht eingestellt? Raus. So. Anheben spät, früh. Automatisch ankuppeln aktiviert. Warum macht das dann nicht? Ach so, da kann ich ja gar nicht drehen. Was hab ich getan? Sieht nichts. Wie kann man sowas freiwillig spielen? Ich bin zu verwöhnt. Ja, warum hängst du nicht ab? Und hängst das scheiß Ding an? Ich mir egal. Dann mach ich's halt selber. So, fang an. Erster Wegpunkt. Sonst wird mir schwindelig. Hat das keinen Kurs? Ah, hat keinen Kurs. Warum ist der Kurs nicht mehr drin? Ach so, weil ich beim Shop war. Aber jetzt verschwende man nicht noch länger Zeit. So, jetzt erster Wegpunkt. Ab geht's.
Da ist kein Platz auf dieser Karte. Mama! Wo geht's jetzt hin? Ja, wollte gerade sagen. So. Und wo der Stroh hinkommt, habe ich auch keinen Plan. Kommt jetzt alles ins Hofsilo? Ich weiß es nicht. Keinen Schimmer. Dann bauen wir einen neuen Bauernhof irgendwo. Weil das Hofsilo ist eine Katastrophe, sage ich euch. Da ist mit automatisch abkippen überhaupt nichts drin. Das kriege ich mit Autodrive niemals hin. Beladen geht, aber es abladen kannst du knicken. Nein, bitte nicht. Ich bin gespannt, wie das funktioniert im Abladen hier, was der da jetzt macht. Er positioniert sich so. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Mein Freund, wo mag ich jetzt hin? Der macht Platz für einen Abfahrer. Guckt euch jetzt an. Oder? Hallo? Hallo? Was ist dein Plan? Hallo Houston, wir haben ein Problem. Ich habe keine Ahnung, was der Drescher treibt. Das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Mein Freund, du bist voll. Machen wir jetzt eine Feldrundfahrt, oder? Ich war erst am Anfang begeistert, weil er schön Platz macht. Aber was er jetzt treibt hier, das verstehe ich nicht. Ich würde gerne wissen, was seine Mission ist jetzt. So, fahren wir mal rückwärts. Warum nicht? Hey, boy, what are you doing? Die Engländer, die haben doch eine Klatsche, oder? Nee, komm, da kann man ja nicht zugucken.
wasch doch wohl den Arsch auf. Stell mich jetzt da hin und mach das Rohr auf. Fährt der Johnny los da hinten? Ach so, das geht ja gar nicht. Jetzt. Denkfehler von mir, das kann ich löschen. Also ich habe keine Ahnung, was der sich jetzt da gedacht hat. Der Freund und Kupferstecher hier. Bin mal gespannt, ob es so weitergeht. Ob wir hier ein Problem haben. Aber das gucken wir uns morgen an. Wie heute soll es das gewesen sein. Ich steige hier mal aus. Liebe Regie, mach mal wieder den Sound weg, da kann ich mich verabschieden. Ah, herrliche Stille. So, dann gehen wir mal wieder grande in den Mittelpunkt. So, noch ein paar Schritte zurück. So, ja, meine lieben Freunde, das war's von der Kalmten, glaube ich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag dann schon mal Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss rein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter. Gehen auf Wiedersehen.